Dr. Stefan Kaufmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Also, Ihr Vorwurf, lieber Kollege Gehring, wir würden die regelmäßige Modernisierung des BAföG nicht zügig genug vorantreiben, verfängt beim allerbesten Willen nicht. Die 25. BAföG-Novelle hat erst mit Beginn des Wintersemesters 16/17 überhaupt ihre volle Wirkung entfaltet. Wir brauchen also Zahlen für 2017. Und der BAföG-Bericht, der uns ja nun vorliegt, der bildet naturgemäß nur die Daten der Geförderten für das Jahr 2016 ab. Und das heißt nun, lieber Herr Kollege Gehring, dass es heute nun wirklich zu früh ist, an unserer großen BAföG-Reform aus dem Jahr 2015 herumzukritisieren. Das möchte ich an der Stelle mal deutlich sagen. Der aktuelle BAföG-Bericht zeigt im Übrigen auf, dass das BAföG insgesamt seine Funktion insgesamt erfüllt, wenngleich, das ist ja unbestreitbar, die Zahl der BAföG-Empfänger im Jahr 2016 gesunken ist. Und was sind nun die Ursachen hierfür? Steigende Einkommen, eine höhere Erwerbstätigkeitsquote in der Bundesrepublik, also per se kein schlechtes Zeichen, dass es weniger Studenten gibt, die auf eine BAföG-Leistung angewiesen sind, Frau Kollegin Gohlke. Es liegt quasi in der Natur der Sache, dass eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland auch zu einer geringeren Zahl von Geförderten führt. Und ungeachtet dessen haben wir mit dem 25. Änderungsgesetz dafür Sorge getragen, dass der Trend einer sinkenden Zahl von Geförderten jedenfalls abgeschwächt wurde. Das hat der Kollege Gehring auch zugestanden. Und dass es in Deutschland 2017 überhaupt so viele junge Menschen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik gibt, die studieren, nämlich 56% des Jahrgangs, hängt ebenfalls nicht zuletzt mit der positiven Entwicklung des BAföG zusammen, meine Damen und Herren. Gleichwohl sind wir der Überzeugung, und der BAföG-Bericht untermauert dies durchaus, dass es auch in dieser Wahlperiode einer Weiterentwicklung des Ausbildungsförderungsgesetzes bedarf, nach einer entsprechenden Evaluation. Unser Bekenntnis dazu findet sich bereits in unserem Wahlprogramm, spätestens aber im Abschluss der Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD. Und deshalb, lieber Kollege Gehring, Ihren Antrag und die Aufforderung zu einem zügigen Bekenntnis zu einer solchen Reform hat es nun wirklich nicht gebraucht. Und ich nehme diese Debatte heute gerne zum Anlass, Ihnen noch einmal in Erinnerung zu rufen, welche zentrale Verbesserung die letzte BAföG-Reform, die wir hier beschlossen haben, schon gebracht hat. Wir haben mit Beginn des Jahres 2015 die volle Finanzierung der Leistungen nach dem BAföG übernommen, immerhin 3 Milliarden € pro Jahr, und die Länder damit um jährlich fast 1,2 Milliarden Euro entlastet. Und das war neben der deutlichen Leistungsausweitung im BAföG-Gesetz der entscheidende Durchbruch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lieber Kollege Gehring, eines überrascht mich daher in Ihrem Antrag schon. Sie beschwören hier die Gefahr, dass durch die alleinige Zuständigkeit des Bundes für das BAföG nur noch verwaltet, aber nicht mehr gestaltet wird. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich vermisse das Gezerre zwischen Bund und Ländern hier nun wirklich nicht. Und ich bin froh, dass wir hier im Bundestag allein mit der Bundesregierung gestalten können. Denn wir haben in den letzten Jahren hinlänglich bewiesen, dass wir das Thema BAföG-Modernisierung bei uns bestens aufgehoben ist. Und gerade wir waren es gewesen, die in den letzten Jahren immer wieder Treiber waren weiterer BAföG-Reformen. Und nicht die Länder, die immer nur geschrien haben, aber selber nicht bereit waren, auch mit Geld hineinzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schauen daher lieber in die Zukunft. Wir haben im Koalitionsvertrag in Sachen BAföG und auch in puncto Verbesserung der sozialen Lage der Studierenden ambitionierte Ziele formuliert. Ich habe es angedeutet. Wir haben eine deutliche Verbesserung des BAföG und einen Ausbau verabredet. Wir wollen im Zeitraum von 2018 bis 2021 rund 1 Milliarde zusätzlich aufwenden. Ziel ist es, insbesondere die förderbedürftigen Auszubildenden besser zu erreichen und mehr Familienfreundlichkeit zu erreichen, zum Beispiel durch bessere Fördermöglichkeiten für das Teilzeitstudium oder auch längere Förderzeiten für Studierende mit Kindern. Und damit wollen wir die von Ihnen geforderte Trendumkehr dann auch bis 2021 schaffen. Und was wir auch wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen eine weitere Stärkung der Stipendienkultur und auch der Begabtenförderung in Deutschland erreichen. Und wir bekennen uns ausdrücklich auch zur Schaffung von weiterem studentischen Wohnraum. Und viele dieser Themen finden sich sicherlich auch im vorliegenden Antrag wieder. Was wir aber nicht, lieber Kollege Gehring, liebe Kollegen von den Grünen, was wir ablehnen, das ist die Forderung nach einer automatischen BAföG-Anpassung. Wir wollen auch in Zukunft die Bedarfssätze in regelmäßigen Abständen überprüfen, und zwar anhand der BAföG-Berichte. Ein Automatismus kann es bei diesem lernenden Gesetz nicht geben. Wir haben im Übrigen stets auch strukturelle Anpassungen vorgenommen, beispielsweise beim Thema Bologna, beispielsweise beim Thema Online-Antragstellung. Und diese Gestaltungsmöglichkeiten wollen und die sollten wir uns auch als Gesetzgeber in Zukunft nicht nehmen lassen. Und was wir ebenfalls
und das sage ich jetzt gerade in die Richtung hier, was wir ebenfalls ganz bewusst vermeiden, ist die Ausgestaltung des BAföG als ein Rundum-Sorglos-Paket. Das war es im Übrigen auch nie. Das BAföG ist und bleibt eine an der Bedürftigkeit der Schüler und Studierenden ausgerichtete Sozialleistung. Und unser bewährtes Drei-Säulen-Modell der Studienfinanzierung, also neben BAföG auch Studienkredite und das Stipendium, werden wir auch in dieser Wahlperiode weiter stärken. Und dabei bleibt auch, das sage ich ausdrücklich auch hier, das Deutschlandstipendium ein wichtiger Bestandteil. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Instrument endlich von allen Fraktionen hier im Hause, also auch von den Grünen und den Linken, die Unterstützung erfahren würde, die es verdient. Und wenn die Linken und die Grünen weniger Energie darauf verwenden würden, das Deutschlandstipendium schlecht zu reden, dann würden auch noch viel mehr Studierende hiervon profitieren, und zwar unabhängig vom BAföG oder zusätzlich davon. Über einen Punkt des Antrags der Grünen, nämlich die Forderung nach einer Werbekampagne, sage ich mal, für das BAföG, wird noch zu reden sein, gewiss, denn in der Tat stellen sich schon Fragen, warum zuletzt weniger Studierende das BAföG in Anspruch genommen haben, vielleicht auch weniger Studierende, als dies könnten. Ist das BAföG vielleicht nicht ausreichend bekannt? Ist die Antragstellung vielleicht doch zu bürokratisch? Will man dem Stigma der Hilfsbedürftigkeit entgehen? Ist es vielleicht die Angst vor der Verschuldung? Verzichten anspruchsberechtigte Studierende ganz bewusst auf BAföG-Leistungen und gehen lieber arbeiten, um vielleicht auch Praxiserfahrungen zu sammeln, um ihr Studium zu finanzieren? All diese Fragen scheinen aus meiner Sicht, aus unserer Sicht noch nicht abschließend beantwortet zu sein. Und wir werden im Gesetzgebungsverfahren darüber sicherlich noch ausführlich sprechen. Und möglicherweise ist dann das Thema Werbekampagne eine mögliche Lösung, meine Damen und Herren. Zusammengefasst, die BAföG-Novelle wird kommen nach einer entsprechenden sorgfältigen Evaluation. Einige der von den Grünen benannten Punkte werden sich darin wiederfinden, andere ganz sicherlich nicht. Und wir machen das wie gewohnt in einem ordentlichen parlamentarischen Verfahren. Wir freuen uns dabei auf die wichtigen Erkenntnisse aus den BAföG-Berichten. Und Sie alle sind herzlich eingeladen, sich an diesem Diskussionsprozess zu beteiligen. Danke sehr.